So, hab jetzt meine Aufnahme gestartet. Hey, was ist das hier? Muss man über die Booster da immer hinkommen oder geht's auch irgendwie mal vom Boden aus? Wahrscheinlich Booster. Ich glaube, es ist auch die bessere. Wäre auch die bessere Idee. Ich schätze mal, das wird man dann schneller machen. Unten nicht. In den Start kannst du ohne fahren. Dann wahrscheinlich da in der Ecke da. Starke Booster. Ich glaube, ich würde den Anfang ein bisschen schneller fahren, einfach mit einem Booster. Wird doch bestimmt wieder irgendeiner viel zu schnell finishen. Oh nein, hier ist noch ein Checkpoint. Da. Ach du Scheiße, hier sind ja noch mehr Chat. Ja, ich denke halt wieder natürlich, dass es nur einen Checkpoint gibt, weil ich nur einen gesehen habe. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Scheiße, es leckt sich zu Tode. Hallo? Ah. Ja, jetzt kann ich das Ding nicht treffen. Ach, Mensch. Was ist denn das jetzt? Macht Norton irgendwas oder so? Wo muss ich jetzt hin? Da in der Mitte ist ein Rasen-Checkpoint. Ja, den habe ich halt als erstes genommen und dann? Das ist halt nicht der erste. Ich weiß nicht, ob du dann noch finishen kannst. Ja, ich bin halt hier an ganz vielen anderen Sachen. Ah ja, jetzt sehe ich es ja toll. Oh mein Gott, was ist das denn? Mann, wer hat sich denn sowas überlegt? Man muss ja auch die Checkpoints sehen können. Ey. Das war heute auch wieder das Typische. Wäre ich nicht in Camp 7 gegangen, hätte ich wahrscheinlich den Checkpoint dann gesehen, weil man den sieht man halt beim Fahren. Aber man sieht ihn nicht bei Kind 7. Ich habe letzte Sekunde es ins Ziel geschafft und habe noch 10 Punkte kassiert. Ja, ich konnte dann halt nicht mehr finishen. Ich hoffe, dass die Lags jetzt weg sind. Ich habe einmal rausgetappt und wieder reingegangen. Das war jetzt mal überhaupt nicht okay. Nahezu unfahrbar. Ich ahne schon, welcher Part entscheidet. Das Spiel jetzt, dachte.
okay. Ende. Kann man neben das Wasser springen. Es dauert immer so lang, wenn man finisht. Hallo, ich habe nicht mal die Chance, nochmal das anzugucken. Das ist unglaublich. Fuck it. Naja. Ja, ich werde diesen einen Sprung kommen wieder safe nehmen. Einfach ganz gerade springen. Da konnte man fast nicht langsamer fahren als ich. Hoffentlich gewinne ich etwas am Ende. Yes, zweiter. Ich bin gerade einfach viel zu müde. Ich bin schon den ganzen Tag irgendwie mega müde und gar nichts machen. Ja, ich habe jetzt so viel vorgehabt, heute zu schaffen. Und ich habe auch von Anfang an jetzt nur Dinge gemacht, die ich halt machen muss. Aber meine Freizeit heute ist halt wieder so kurz, weil heute war Mittelschicht, morgen ist Frühschicht. Also selbst wenn ich jetzt ins Bett gehen würde, wären es schon nur 7 Stunden Schlaf. Ich habe im Endeffekt nur 3,5 Stunden zwischen Ende Arbeit bis jetzt Shitfest gehabt. Und es fehlen halt immer noch ein paar Dinge, die ich machen muss. Zum Beispiel kam ich immer noch nicht zu Canyon. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich respawnen im Checkpoint. Mal gucken. Muss ich auch denken eigentlich. Shit. Jetzt über die Bande drüber. Ja, oh Gott. Also da unten gibt es auf jeden Fall Checkpoints, wo man da landet. Checkpoints, wenn man respawnt, zeigen immer zueinander. Oh, come on, das ist so unglaublich unlucky. Ah, Mann, ich hatte es doch schon. Ich hab. Da waren so ein kleiner Block reingeblockt, Mix am Ende, und dann habe ich einen dritten Platz verloren. Aber ich verstehe gar nicht, Also, ich hatte einen richtig schlechten Start und ich war dann einfach irgendwie Vierter da mit dem CP. Sehe ich gar nicht. Ich musste respawnen und dann war der auch nochmal richtig langsam. Bist du vorwärts oder rückwärts über die Bande am Start? Vorwärts natürlich. Und da kann man das Ganze am Ende am Booster machen. Ja, am Ende am Booster, da ist ja auch ein Magnet, mit dem man drüber fährt. Ach so. Eine Magnet-Pipe. Na toll. Ich hasse Blockmix, ich hasse Objekte, die einfach so hier reinplatziert werden. Wenn man den nicht sieht, dann ist man aufgeschmissen. Ja. Aber ich habe ja eine Lösung gefunden, rüberzukommen, und ich bin auch runtergesprungen, aber ich lande natürlich genau auf dem Dach direkt vom Checkpoint-Strich. Ja. Ah.
Scheiße, nee, das ist alles, oder? Klappt das? Ach, soll man zu dem Gras-Checkpoint direkt springen? Kann man da überhaupt direkt hin? Bitte, schätze mal. Ich habe jetzt einen Cut gefunden, vielleicht. Aber nicht sicher, ob es schneller ist, wirklich. War ich erstmal wieder falsch. Ne? Ach, das ist hier Eis. Ne? Ein bisschen. Ich habe den Safeway genommen. Ja, was? Ja. Ach so, muss man das. Ach so, geht das. Kann den Checkpoint dann da umdrehen. Na, ich habe einen ganz anderen Weg. Ich hab mir zuerst den Ring-CP geholt und dann gespawnt am Start. Und dann bin ich in den CP links vom Start rein. Ich hatte mir gedacht, vielleicht ist das geplant, weil das er schneller sein könnte, weil das wäre ja cool. Uff. Ich glaube, hier wirkt nervig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wohin. Schätze mal jetzt einfach, man fährt hier links am Start. Oder ist da irgendwas rechts? Oh, andere fahren nach rechts, tatsächlich. Ja, da ist ja sogar ein Schild. Ja. Aber ob das denn stimmt, da hinzufahren? Hier ist ja viel in der Sackgasse. Ja, aber man kann den Sprung, glaube ich, nicht schaffen. Aber das ist halt auch Magnet, dann würde man denken, das geht wahrscheinlich irgendwie. Auch nicht lang. Solche Strecken sind mir ein Rätsel. Hä? Die Unterseite ist nicht Magnet. Willst du mich verarschen? Ja, toll. Da muss man da lang. Dann da drauf wahrscheinlich. Dann den, dann irgendwie hoch. Ja. Klar, ist schon im Ziel. Ja, ich wüsste gerne jetzt, wo das Ziel ist, wie ich da hinkomme. Ah, da ist noch ein CP. Da war noch ein CP. Ich bin gefinished. Keine Ahnung. Warum kriege ich denn den nicht? Oder habe ich den schon? Ich verstehe es nicht. Da waren 3 CPs außen an diesem Turm. Ja, aber bin ich nicht da hingefahren? Ich bin dann reingesprungen und den habe ich nicht bekommen. Aber es kann mir nicht vorstellen, dass anders, ich... Vielleicht war der anders gedreht? Keine Ahnung. Das ist absolut... Die Strecken sind schon wieder richtig kacke. Ja, was ist das hier? Ich wette schon mal, dass ich hier irgendwie buggen werde. Landebug oder so. Ich glaube, man ist hier leicht schnell, um ehrlich zu sein. Außer das sind diese Booster haben gar keinen Effekt. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Okay, nee, haben wir. Ja, aber vielleicht die hier hinten vielleicht nicht.
Ja, Doppel-Looping. Ja. Oh, noch einer. Wie soll man das denn schaffen? Das sind ja drei Stück. Und vielleicht noch mehr, wer weiß. Ich war ja noch nicht weiter. Ich werde da bremsen und releasen. Klappst du mal. Ich war jetzt gerade noch direkt vorm Ziel. Ich schätze mal, das ist das Ziel einfach. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Aber es sah wie ein sehr gestretchtes Ziel aus. Also. Mein Ziel kommt. Das ist jetzt schon mein dritter, neunter Platz. Also, dass man mich gerade so nicht lesen, sehen kann. Das ist auch schon Mats dritter, erster Platz. Was macht der Typ denn? Ja, keine Ahnung. Das ist schon. Also ich habe halt jetzt echt mega viel gebremst für diese, für dieses Triple Loop. Ich bin kurz vom Gas gegangen mal zwischendurch. Nur kurz? Ja, und dann musste ich respawnen am Ende. Ich bin, musste in der Linkskurve da halt respawnen. Ja, ich auch. Ich hatte halt schon richtig Release und gebremst und ich bin trotzdem. Die Booster haben einfach zu schnell beschleunigt. Ich hatte ich rumkomme. Wenn es normale Booster gewesen wären, hätte es nämlich gereicht, aber. Ja, genau so war es bei mir auch. Uhu, Magnets. Meine liebste Block-Typ-Variante. Jetzt bleibt die Kamera wieder genau am unwichtigsten Part hängen. Hm. Immer noch. Ja, hier ist die Frage, fährt man da über die Bande drüber oder springt man nochmal die Sprünge einfach? Obwohl, ich schätze mal, man kann direkt dahin springen. Aber es ist ja auch fast gar nichts, diese Strecke. Sprung klappt gerade so nicht. Oh Gott. Wow, warum ist der Respawn denn umgedreht? Warum ist schon wieder einer im Ziel? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss einfach damit aufhören, den Start immer 4-5 Mal zu respawnen, weil da komme ich nie zum Ende. Das war ja so logisch. Das ging ja früher immer ohne Probleme. Nein! Ach, Pip. Das wäre mal eine Map gewesen. Endlich mal in den. Man kann mich endlich mal sehen. Ja, sag plus, der Respawn ist falsch. 14! Er muss den Sprung aber direkt geschafft haben. Holy shit. Ach, man kann direkt ins Ziel reinspringen. Ja, klar, macht Sinn. Wie viele hier rückwärts, wie viele tatsächlich rückwärts da hochfahren. Ach, mein Gott, das läuft heute aber auch echt bescheiden. Schon 3 No-Finishes oder so, ich hasse das. Das Auto hat halt bei den Hausdächern einfach falsch gewoppelt, ist im falschen Moment mit der Nase nach unten. Und blieb dann halt im Pixel hängen. Du bist im Moment 1 Punkt vor mir. Und Spam ist 4 Punkte hinter mir. Matt hat schon fast 100 Punkte Vorsprung. Auf mich. Aber es müssen halt auch mal normale Maps. In this block. Was ist da? So viel zu normalen
Maps. Was? Weiß jetzt nicht, ob man diese kleinen Teile da treffen kann. Kann man bestimmt. Oder über ein Glas. Aber ich denke jetzt einfach mal, hier ist unsichtbar. Dann. Nee. Ja, man muss respawnen dann. Was ist das? Ja, man kann rüberfahren, wird ein bisschen so, oder was geht da? Nice. Ach Mensch. Gott. Den Sprung am Ende knapp verfehlt. Okay, ich bin mir falsch gefahren. Warum bin ich jetzt gar nicht gesprungen? Eben bin ich da easy drüber gesprungen. Jetzt hatte ich mehr Speed und ich bin gar nicht gesprungen. Ich bin von Platz 30 auf Platz 8 am Ziel gekommen. Ja, bist du direkt ins Ziel reingesprungen, oder? Nö, ich bin einfach von rechts ins Ziel. Ja, das geht auch. Das, ich habe schon im Warmup da einen Haufen Positionen gut gemacht. Ja, wahrscheinlich, weil der Sprung... Vielleicht ist da irgendein Bump oder so, den ich im Warm-Up gekriegt hatte und jetzt nicht, keine Ahnung. Wie hast du denn finishen wollen? Ja, einfach in das hintere Ziel, direkt reinspringen. Eben bin ich da locker drüber gesprungen. Ja. Und jetzt bin ich gar nicht gesprungen, also ich habe halt einfach war die ganze Zeit am Rasen. Beim Glas habe ich halt viel released, weil ich diesen Dingern ausgewichen bin und anscheinend war das sehr schlecht. Hä? Ja, man kann ja da einfach drüber fahren. Ne, ich dachte, es ginge nicht so komplett. Also ich dachte ja, vielleicht. Man kriegt so einen Mini-Bump, aber ist ja schneller, als wenn man. Also das Vorderrad geht dann vielleicht so ein paar Zentimeter hoch. Aber das war es auch. Naja, das kann man halt auch nicht wissen, so. Ja, das probiert man dann ja aus, ne? Nee, ich fahr da vorbei. Was muss man denn jetzt machen? Ich sehe hier leider überhaupt nichts mit Autos an. Von dem CP, ne. Die Rampe hoch. Oh Gott. Ernsthaft? Ich habe den CP nicht bekommen. Oh. Ah, man muss da dann hin. Da hoch, umdrehen, CP, respawn und dann da irgendwie durch. Okay. Ja, was ist das denn? Ja, ich hing so. Da fest an der Seite von der Rampe. Ich konnte nicht runter. Ja, dasselbe Problem hatte ich auch. Und das war mir auch logisch, dass das passiert. Das habe ich schon vorher geahnt. Jetzt habe ich es geschafft. Also dann auf die Dingens dahinter zu kommen. Danach passiert dann ja auch nichts mehr. Ich bin 15. geworden. Gerade wo es anfängt mit 10 Punkten. Ja. Ja, das hätten sehr gute Punkte sein können. Ich habe ja locker 15 Sekunden verloren. Ja, das. Ich bin halt, weil man dann nicht runter. Also weil das Auto hängen blieb mit zwei Rädern, bei dem Sprung dann auf die Plattform und da ist er direkt auch ein Haus im Weg, hat halt mein Auto einen kleinen Stoß gekriegt und ist wieder runtergefallen. Ja, genau, so hatte ich es auch. Das ist halt. Ja, exakt gleich. Das habe ich ja auch geahnt. Das kann man gar nicht 100% kontrollieren dann an der Stelle. Aber, naja. Ich würde jetzt eigentlich schätzen, der Respawn auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob
Das schafft dann. Da hat die Frage, ob man da Inside fahren kann. Probier's mal. Ich wollte es auch mal probieren. Also man kann ja auf jeden Fall drüber, aber. Ja, okay. Wie lange dauert das dann? Dass man weiterfahren kann. Aber langsam. Achso, das meinte ich nicht. Ich meinte einfach nur innen. Die Kurve innen nehmen. Achso. Ich habe über Bande probiert jetzt. Scheint aber nicht zu funktionieren. Also nicht schnell genug zu funktionieren. Ja, jetzt kann ich schon nicht mehr finishen, deswegen. Ja. Im CP musst du einfach respawnen. Passt dann. Bitte gib mir jetzt gute Overwall. Das war nicht gut. Ich habe 1,5 Sekunden bei der Overwall verloren. War erster. Wo warst du erster? Oder bist du im Wasser anders gefahren? Im Wasser-CP, ja. Na, bist du eine andere Linie gefahren? Nö. Wie kannst du dann der Erste sein? Oder ist es einfach nur gleich auf mit vielen? Na, ich bin Fullspeed gefahren und die Inside-Linie und ich hatte einen guten. Ich bin da gar nicht abgehoben bei diesem Mini-Bump auf der Straße. Ich bin gut diagonal drüber gefahren. Das ist ja die Schwierigkeit. Was hast du denn gemacht? Nee, ich bin auch ein bisschen diagonal kurz abgehoben. Ich habe aber keine Ahnung, wie schnell ich war. Bist du innen gefahren in dem 180 oder außen? Bin außen. Also, ja um zwei also Kakteen rum. Ja, ich bin ganz an der Apex halt von dem 180 gefahren. Da war ziemlich knapp, konnte man da durch. Das ist hier einfach PF. Ich denke, dass man releasen muss. Oder so. Ich schätze mal, bei dem einen muss man bremsen. Bei dem ja. Also Release und bremsen. Ist sonst. Halt. Aber ja, was macht man denn sonst hier? Also man hebt hier gleich ab, kurz davor, aber glaube ich nicht. Dann war wahrscheinlich gut. Okay, man muss früh bremsen. Wollen wir natürlich dann jetzt nicht testen. Weiß jetzt nur, was nicht genug war. Es ist einfach nur, wer bremst im richtigen Moment. Ja. So kommt es mir vor. Ja, ist nice Engine anderes. Sound. Also. Ja, das war unglaublich zu früh. Was habe ich mir denn da gedacht eben? Bin aber auch Achter. Mich wundert, dass ich Zweiter bin auf so einer Map, weil ich war definitiv auch zu früh dran. Ich verstehe das aber auch jetzt gar nicht. Weil. Keine Ahnung. Oh, ich bin gekickt worden. Oder, keine Ahnung, DC. Wahrscheinlich DC. Kriegst du jetzt die Punkte überhaupt? Ich hoffe mal. Na, ich denke. Du müsstest jetzt auf 112 kommen. Tust du auch. Ich sehe da 112. Naja, ich hatte mir direkt schon mal den Punkt gemerkt, an dem ich gebremst hatte im Warmup. Und ich hatte dann halt ein bisschen früher gebremst und dann. Ey, die hatten wir schon letzte Woche, die Map. Nee. Eine Art von der, aber nicht die. Ja. So meine ich das auch. Die haben jetzt aber nur. Sind es wirklich nur 2 CPs? Ich kann hier nichts bewegen, also. Ach,
komm, ey. Kann halt auch nichts sehen hier. Ich glaube, hier ist nur ein Weg, der wirklich Sinn macht. Geradeaus am Start schneller, denn du? Ich bin zur Seite gefahren. Ich denke auch, dass das die richtige Linie war. Ja, ich bin zur Seite gefahren am Start und dann halt Kreis. Aber ich war jetzt 1,2 Sekunden hinten, obwohl ich einen guten Run hatte. Ich bin nach links am Start, direkt 90 Grad auf dem Startfleck gedreht. Ja. Dann durch den Checkpoint, hinter in dem Checkpoint direkt nach rechts durch den Mittelweg. Ich bin Z gefahren oder eine 2 oder sowas. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich würde halt denken, dass das langsamer ist. Aber vielleicht ist es nicht langsamer, weil das Finish weiter hinten ist. Ja, denke ich dann. In dem, also das ist hier nicht genau mittig. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass der mehr Speed da auf jeden Fall sich lohnen würde. Was? Da ist ein Ziel, wenn man dieses Ding hochfahren würde. Hier ist Deko-Teil. Was ist damit? Oder wenn was passieren oder. Wie schafft das Matt eigentlich immer bei sowas? Scheiße! Oh Mann, ich habe einfach nicht die Kurve bekommen. Oh mein Gott. Mann, ich habe die Map, glaube ich, verstanden. Ja! Ah, endlich mal. Ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat. Aber ich nehm's hin. Oh, ich wusste genau, wie es geht. Ah, dammit. Ich habe zwei Umdrehungen gemacht. Und dann halt einfach ganz gerade da hochgesprungen. Bei dem nach oben. Aber welchen hattest du jetzt probiert? Ich bin das Deko-Teil hoch. Das Deko-Teil? Ach, da ist ein Finish. Ja. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Man musste im Corkscrew erstmal halt einen Corkscrew machen. Und dann, wenn du wieder unten bist, in die andere Richtung einen Corkscrew machen, damit du dann wirklich aus dem Looping rauskommst und geradeaus über den Rasen fährst. Und ich habe da rüber gelenkt, aber weil man da halt so lenken muss und es dann direkt ins Berg hoch geht, habe ich einfach nicht die Kurve geschafft. Und dann hat da irgendwo der Looping aufgehört. Das ist echt schade, weil ich habe die Map total verstanden da. Ja, ich bin halt einfach, ich habe was ganz anderes gemacht. Ich bin halt aus dem Ding jetzt rausgesprungen. Aus dem Boxfuhr hochgesprungen. Ah, man holt sich wahrscheinlich erstmal beide rechts oder so. Dann beide links. Ist der große Ring-CP ist jetzt die Frage.
Und dann einfach für mich. Okay, easy. Bisschen zu easy. Bei einer Sache bin ich mir nicht sicher. Ja? Man könnte theoretisch vielleicht in den anderen Booster-CP noch reinkommen. Wenn man das erste Mal auf den Boost fährt, und dann könnte man nur zweimal respawnen, theoretisch. Okay, es war falsch, was ich gemacht habe. Was hast du gemacht? Ich bin von dem einen Booster-CP im Kreis zum anderen gefahren, anstelle zu respawnen. Und dann? Habe ich gespawnt. Und dann hast du einfach einen von diesen beiden am Start genommen und dann ins Ziel. Ach so. Nee, ach stimmt. Das könnte. Ja, das ist noch eine Sache. Das habe ich mir jetzt halt gedacht, dass das halt schneller sein könnte. Weil dann müsste man nur ein einziges Mal respawnen. Die einzige Sache, die ich mich gefragt habe, war, ob es schneller ist, von dem Respawn-Checkpoint zu dem zweiten Boost-CP zu kommen oder vom ersten Boost-CP zum zweiten Boost-CP. Ja, das ist klar. Weil der Respawn war relativ langsam das erste Mal, bis du zum Booster kommst und wenn man direkt ja, auf... Aber man kriegt ja gar keinen Boost-Effekt, wenn man dann da auf den Boostern lang fährt. Das ist das Problem. Ja, aber ich hatte schon ziemlich viel Speed, das war schwer einzuschätzen. Jetzt wüsste ich halt gerne, ob das, was ich mir gerade gedacht habe, ob das halt schneller wäre. Nur einmal zu respawnen. Ja, theoretisch müsste es schneller sein. Würde ich mir auch denken. Aber ich habe es dann halt nicht gemacht, weil, ne? Meistens läuft das falsch, wenn ich mit sowas probiere. Das hier wirkt so, als ging es nur um das Ende. Okay. Ja. Und um den Start? Ja, den Start habe ich jetzt auch gesehen. Ach, herrje. Was macht man da jetzt am Ende? Ach, einfach reinfahren, ne? Ja gut. Aber springt man da ab? Muss man da noch bremsen? Ich bin da nicht hingekommen. Hm. Ich habe jetzt richtig viel gebremst, eben habe ich nicht so viel gebremst. Ach. Achso. Lief mal ein paar Strecken gut und jetzt läuft es wieder scheiße. Wobei Matt, ey, ja, bei also, dem läuft es auch nicht gerade. Ja, der war direkt neben mir. Wir hatten wohl genau das gleiche gemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte die Map gewonnen. Hätte ich das am Start nicht, weil nach meinem Respawn, ich hatte noch vor 6 Sekunden gespawnt und nee, bei 6,8 oder so hatte ich gespawnt und am Ende war es nur noch 6,3. Ich hätte es so machen müssen wie im Warmup, dass ich eine komplette Wallride auf dem Booster fahre, dass ich wirklich von ganz außen komme. Allerdings hätte ich dann wahrscheinlich wieder den Quarterpipe-Jump verkackt. Das sieht doch mal gut aus. Ja, für dich. Ich meine, ich kann halt ein bisschen näher, aber nicht gegen 80 Leute. 80 Tech-Spieler. Das sind komische Kurven, ja? Immer so 135 Grad-Dinger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Nähe wirklich so viel schneller ist hier.
Frage, jetzt hab ich's raus. Naja, das sind verschiedene Linien möglich. Ja. Aber es ist verdammt schwierig da, den, also für mich den Neo zu bekommen. Weil ich bremse halt davor in No-Side und dann will ich noch einen Neo kriegen. Das ist eine Sache, die ich echt nicht kann. In der Kurve zum Neon. Shit, ich dachte, das ist das Ziel. Ach, Kacke. Oh, ich dachte, das ist das Ziel. Du darfst ja nicht gucken. Ach, fuck. Ich kann das Ziel nie sehen. Alter, mein Finger tut so richtig, richtig weh. Und ich hab's ja noch nicht mal hinbekommen. Ach. Mensch. Ich dachte, die Map endet da. Ich bin Vollgas rein. Hast du immer da über die Bande geguckt? Und dann nur so ein... Man sieht halt immer nur einen einzigen CP weiter. Kann mehr nicht, nie mehr sehen. Ja, und am Ende gibt's keine Bande, daran hätte man's auch gewusst. Wie dumm, ey. Ich war davor auch out of line. Warum hab ich mich überhaupt angestrengt? Ich bin 25. geworden, jetzt tut mein Finger weh. Blöd. Ah. Eternity Map? Ja, war klar. Das erkennt man sofort an der Deko. Ist das hier eine Art Pathfinding Map? Hallo! A girl got lost in a strange building. Oh Gott. Find two evidences on each floor, okay. Zwei den einen hab ich. Muss dann sich nur einen geben, ne? Okay, den habe ich auch. Und was macht man dann? Wenn man beide hoch. Hat? Ich würde mal schätzen, hoch. Was meinst du am Ende? Nachdem man zwei Checkpoints hat. Oben oder unten? Ich dachte, es gibt einen pro Ebene. Oder ja. Gibt es zwei? Ich kann dir nicht folgen. Ich weiß aber auch jetzt echt nicht, wo das Ende, wo das Ziel ist. Ja, das ist ja das, was ich frage. Ja, warte mal, wo ist denn. Hä? Ich war doch schon überall drin. Hä? Wo ist denn der letzte CP oben? Dann halt Cars on. Get the evidence and go behind the house. Okay. Wo ist denn der zweite oben? Oh, rechts. Rechts hatte ich einen. Wow, jetzt ist hier kein Auto. Kein einziges Auto ist hier.
Oder ist hier nur einer? Von wo sind die denn alle gekommen? Okay, anscheinend habe ich das Intro falsch gesehen. Weil für mich so. Hä? Ich verstehe das gar nicht. Da stand doch zwei Evidences. Oh, unten gibt es zwei CPs und oben gibt es nur ein CP. Aber wenn du jetzt meinst, zwei CPs im Haus, macht das keinen Sinn, weil es drei sind. Und wenn es zwei CPs oben und unten ist, dann fehlt oben einer. What the fuck? Habe ich da was komplett anders gesehen, aber ich wette, der hat dann einfach den allerersten da einfach nicht mit einbezogen, was keinen Sinn macht. Ach. Ja, ja das den war, ersten hat er dann nicht einbezogen. Ja. Das ist der Eintritt ins Haus. Ja, ist ja aber trotzdem ja das Haus. Ach. Ja, das wäre eine gute Map für mich gewesen. Weil ich habe dann halt nach einem CP da oben gesucht. Und ich, als ich dann gemerkt habe, hier ist niemand, dann bin ich ja weggefahren. Okay, die Türme. Okay. Aha. Wo ist denn das Ziel? Wenn man das Ziel nicht weiß, kann man ja auch nicht. Kann man ja auch keine Route machen. Das stimmt wohl. Aber vielleicht ist es ein Multilab, wer weiß. Vielleicht ist es ja ein Multilab. Vielleicht, man kann es natürlich nicht sehen. Ich erkenne nichts. Ja. Also, ich sehe halt noch nicht mal mein Auto. Mein Auto. Ich habe hier so zwei Lichtstreifen auf meinem Auto. Das war's. Wo bin ich denn? Oh Gott, ich bin ja ins Nix gefahren. Es gibt einen Checkpoint ohne Tower. Oder das ist das Ziel? Nee. Ah, da ist ein Schiff. Dann gehe ich zuerst da. Ja, hier sind mehrere Sachen. Ach so, da ist dann ja auch einer. Ich hatte hier gerade auch einen Slenderman, weiß nicht was. Wie nennt man die? Kam halt einfach auf meinen Bildschirm drauf. Soll wohl gruselig sein, keine Ahnung. Ja, wo ist zum Fick ist das Ziel dann? Ich hasse das, wenn man keine Ahnung hat, wo bitte ein Ziel sein soll. Ich mache einfach Autos an, damit ich ein bisschen mehr Licht habe. Wow, täusch. Ich war fucking Erster und jetzt bin ich auf dem Dach plötzlich gekommen. Irgendein Bump war da und jetzt war ich einfach auf dem Dach. Also die ganzen anderen CPs habe ich perfekt Fullspeed bekommen, alle. Also ist halt super gefahren. Besser als wenn hier tatsächlich Licht wäre wahrscheinlich. Ich hab wenn man dieses komischen, wie hast du es genannt, Slenderman bekommt, geht der auch wieder weg. Ja. Ich hab gerespawnt. Das war RIP. Ah, das ist, ja, das kann sein. Ach man, ich hatte voll die Linie. Also ich auch. Ist das jetzt das Ziel? Ja, es ist Multilab. Ich bin 1,19 gefahren mit Respawn. Im Gras Respawn. Ja. Ja, ich bin direkt vor einem CP, hat's mich einfach umgeflippt. Es gab halt zwei Wege an sich. Entweder Leute sind rechts gefahren oder Leute sind links gefahren.
und von den, keine Ahnung, 50 Stück oder so, die links gefahren sind, war ich dann der Erste. Also ich glaube, ich war auf einem guten Run. Ja, toll. Gibt es auch noch Maps, wo man etwas sieht? Ich kann mir ja nicht vorstellen, wie das bei dir ist, wenn ich schon nichts sehe. Bei dir, du hast ja eigentlich normalerweise immer die Probleme. Wissen wir jetzt, wie viele Checkpoints hier existieren? Ja, ich weiß einfach das Ziel. Nein, glaub nicht. Wo ist denn das Ziel? Am Start. Direkt was am Start. Denn? Man muss wohl 5 Stück finden. Da ist einer. Ich wurde gesendament. Das was. Ich meine, das wäre ja hier fast okay. Wenn ich halt buchstäblich irgendetwas sehen würde. Aber ich sehe halt nur, wenn dann einen CP, wenn ich irgendwo rumfahre. Kann dieser Slenderman mal aufhören? Ich probiere hier mein Frühstück zu essen. Fehlt, glaube ich, noch einer. Ja, wo war jetzt genau der CP, das Finish? Oh, jetzt habe ich einen Mod. Das ist vorne links da. Das ist das Finish. Das ist wie ein CP. Oh Gott. Ich hab so eine Box getroffen, so in so einem Raum, und die hat mich geflippt. Ich sitze hier bei 4 CPs. Oh, ich hab ihn jetzt. Na toll, Eternity macht mit? Ja, dann hätte man ihn ja einfach folgen können. Aber was ist das denn? Nee, aber vor allen Dingen bleibt einem dann keine Zeit mehr, weil er dann mit 49 Sekunden ins Ziel fährt. Hallo? Was soll denn das? Das ist ja echt richtig scheiße. Ich wette ja, die anderen haben den dann einfach verfolgt. So, das würde ich ja auch machen. Wenn man das dann weiß. Ach. Na gut. Aber ich habe auch immer noch keine Ahnung gehabt, wo der letzte CP war. Ich hatte 4 CPs. Ja, ich auch nicht. Aber mir genau das gleiche. Ich weiß nicht, diese Maps, ich finde, es war fast nicht eine einzige für Shitfest geeignet. Ja. Da waren ein paar noch okay.
paar wenige, ja, vielleicht. Aber allgemein war es schon echt. Ja, keine Ahnung, was diese Maps sollen. Ich meine, klar, Shitfest-Maps sollen irgendwie unfair sein, aber wenn dann halt nur ein bisschen unfair, ne? Aber komplett unfair ist halt scheiße. Aber was erstaunlich ist, es ist jetzt echt schlecht gelaufen, aber Matt ist ja nur 65 Punkte vor mir. Also, das ist gar nicht mal so viel, ja? Der hat dann auch ziemlich viel liegen lassen. Nach den ersten 5 oder 6 Maps war ich ja auch irgendwie noch in den Top 30, gerade so nur in den Top 30 oder so. Kommt dann ja auch irgendwann zurück. Wenn so mal hier und da noch ein bisschen besser gelaufen wäre, wäre was drin gewesen. Aber ich habe halt so viele No-Finishes und die regen mich immer am meisten auf, wenn man es einfach nicht ins Ziel schafft. Weil man gar nicht den Weg sehen kann vor lauter Objekten und Magnet hier und versteckter Checkpoint da und Invisible Objects hier und dann irgendwas, wo alles dunkel ist. Also das stört halt einfach, dann nicht finishen zu können. Naja, beende ich mal die Aufnahme. Erstmal eine Pause vom Shitfest ab jetzt. Bye bye.